Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Game Rocker. Der Name ist Programm. Und wie könnte es auch anders sein? Ich mit meinem natürlichen Karma zocke 7 Days to Die, aber ich bin wieder mal einmal nicht allein. Nein, bei mir ist heute auch wieder der Jutti. Hallo. Ja, und das ist nicht der, den ich da hinten sehe, weil das ist ein Zombie und das ist auch nicht der Skarasnik, aber der ist auch dabei. Hoi Skarasnik. Hallo aus dem Loch. Aus dem Loch. Ich wollte jetzt nicht wissen, aus welchem. Aber wir gehen schauen, weil irgendwie... Das ist der Tag von der zweideutigen Bemerkung. Okay, so. Ja. Irgendwie habe ich mein Messer nicht. Hallo, ich habe meine Waffen nicht. Was ist passiert? Was habt ihr gemacht? Die haben irgendwie etwas rumgefaked. Weil... Ja, das vorher schon gesagt, du sollst keine Exes ausführen und nicht weißt, woher sie kommen. Ja, ist gut. Aber ich habe im Fall ein echtes Problem. Ich habe all meine Sachen nicht mehr. Oder habe ich alles einmal geklärt? Bin ich schon daheim gewesen, mal in dieser Zeit, während ihr jetzt hier am Weiterzocken seid? Wo sind ihr überhaupt? Im Keller unten, im Loch. Irgendwas ist komisch. Du bist nicht bei uns im Spiel, du bist in einem anderen. Ja. Sag nicht so etwas. Ja, sicher. Nein, schau, ich habe zwei Verbündete. Also ganz anders kann es nicht sein. Aber ich habe einen blauen Rucksack da irgendwo, wo ich aber nicht mehr sehe. Aber ich sehe Fall nicht auf dem Server. Du bist nicht auf dem Server und du kannst auch keinen blauen Rucksack auf dem Server haben, weil du nicht Truppe tust. Du bist definitiv auf dem anderen. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis, so sieht es aus. Also dann starten wir das Game noch einmal. Aber das kann ja nicht sein. Ich finde etwas. Ich finde LED. Ich muss ja nicht aufs Spiel fortsetzen. Ich muss einem Spiel beitreten. Ja, so, Jutti, Connecting, bitte. Also, für die, die mitspielen wollen, genau so machen wir es. Hoi zusammen, Nigger. Hoi, nur verwirrt. Schön, bist du dabei. Hoi zusammen. Ich habe das falsche Spiel geladen. Ich habe mein Singleplayer-Spiel geladen, anstatt dass ich connected zum Jutti machen. Und eben, alle für die, die mitmachen wollen, ihr seid herzlich eingeladen, nicht das neue Game zu spielen, das momentan voll gehypt wird, wo ich gerade nicht weiss, wie es heisst, irgendwie Death Stranding oder so, sondern spielt doch mit uns zusammen 7 Days to Die und wir zeigen den hirnlosen Geschöpfen auf dieser Welt, zeigen, wo es durchgeht. Arg, du hast das ein bisschen problematisch betont. ich weiß schon, was du meinst, liebe, nur verwirrt. Aber ich habe es eben gerade so gelesen und so wie ich es lese, ist es immer. Aber Zusammenigger, wie tut man denn das richtig aussprechen? Zusammenigger, Zusammeniger, Zusammeniger. Also, das finde ich im Fall jetzt mega schwierig, das nicht so zu betonen. Das ist politisch inkorrekt. Hoi zusammen, Niger. Also, ich finde, das klingt eben so, wie man beim Hip-Hop am schwätzt. So, also, du bist der Jutti, gell? Ja. Du bist der Jutti. Was gibt es eigentlich zu tun? Und wieso sind wir am Nachmittag, am 12 Uhr, ein Loch am Budeln? Also, das können wir doch ein anderes Mal machen. Weil wir auf gewisse Leute gewartet haben, die sich... Die haben extra auf mich gewartet! Ja, wir machen die wichtigen Sachen, solange du nicht da bist. Es ist einfach. Ja, das ist gut, das ist okay. Hat jemand eine Werkzeugkiste? Eine Reparaturkiste? Ja, sehr gut. Habe ich auch. Also, reparieren. Hoi ihr, die noch mit zusammen seid. Hoi ihr. Unglaublich, weißt du, wir sind da mit spärlichen Ressourcen dran am Kleppband und Werkzeugkiste. Und was macht er als erstes, wenn er kommt? Einfach gerade mal weg mit dem Zeug. Hä? Ich muss mal meine Tools reparieren. Hey, Game Rocker? Ja, was? Hey, du stehst auf dem Kopf. Das ist extrem mega geil, aber kannst du nicht schnell wegstehen? Warte, ich gehe ein bisschen rauf für dich. Ich wollte jetzt da eigentlich gerade in die Kiste einen geilen Hammer tun. In welche Kiste jetzt? In die da hinten? Nein, das sind Rohstoffe. In die da. Also, die Leiter, die in der Werkzeugkiste, die Leiter auf Deutsch, Entschuldigung. Ist das nur verwirrt? Ja, nur verwirrt, ich bin auch nur verwirrt. Ich verstehe heute noch das Sätze Sinn, nicht. Hoi, ihr, die dr noch mehr zusammen seid. Ich verstehe den Satz nicht. Ich habe immer gemeint, Schweizerdeutsch sage ich meine Muttersprache. Hoi, ihr, die
bekomme ich den Doktor noch mehr zusammen. Der Doktor, der noch mehr zusammen sitzt. Sit, ja, eben. Wir sitzen zusammen auf jeden Fall. Definitiv, ja. Also, kommt. Das ist das Gleiche wie das, was du problematisch... Ah! Okay, ist gut. Das, was so problematisch ist. Ich habe im Fall tonnenweise Kleppband und Leder und geschmiedetes Eisen. Was soll ich denn machen? Was muss ich denn machen? Tonnenweise Kleppband. Tonnenweise Kleppband. Ich tue da jetzt mal noch den Hammer rein. Einfach so. Nein, wobei, den könnte ich ja behalten. Was brauchen wir noch? Eine Eisenspitzhacke. Brauchen wir noch mal eine? Nein, oder? Also ich würde im Fall echt... Ja, im Prinzip kannst du eine machen, und unten brauchen wir mehr als eine. Ja, aber wir haben mehr als eine in der Kiste. Ja, ja, es wir hat auch zwei. Eine ist ja, machen wir eine. Drei. Soll ich gleich noch eine machen? Ja, jetzt braucht jeder einen schlussendlich. Hey, nachher müssen wir, nach müssen wir im Fall da unten Hölle... Der Judy hat den Plan. Ich finde den Plan aber viel, gut. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben... Hast du noch eine Skarra? Gut, gut, Judy, ich habe die Kiste nicht da. Also, dann haben wir einen Dreier und einen Einer. Und dann haben wir das dritte Pickel, dann brauchen wir eine. Okay. Also, ich bin ein Pickel jetzt am machen, das dauert einfach noch 3 Minuten. Ich könnte noch etwas machen. Soll ich noch mal einen Hammer machen? Oder soll ich noch etwas anderes machen, was ihr gerne wollt? Weißt du, also einen Hammer, zum Beispiel auf den Kopf schlagen? Ein Hammer Hammer und ein Hammer langer. Ich könnte ein bisschen anfangen, Eisenspitzen bauen. Ah, die brauchst du zurück. Also Eisenspitzhacke bin ich jetzt eine am machen, ich mache aber noch einen Feuerangst. Einfach weil ich gerne einen Feuerangst habe. Also im Prinzip, ja, genau, kannst du ja... Ja, aber du kannst jetzt eigentlich für alle machen, oder nicht? Oder macht das keinen Sinn? Also ich finde auch. Wobei, halt, jetzt ist mir das Kleppband ausgegangen. Super. Also Tonnenweiss. Erinnerst du dich noch? Tonnenweiss Kleppband. Aber ein Axt lange doch, das macht der, der muss Holz klopfen. Ja, das ist also, genauso wie eine Schaufel für den, der muss schaufeln. Oh, nein, da unten haben wir noch. Wir haben schon drei Eisen... Wir haben schon drei Eisenspitzhacken. Kannst du noch mal abbrechen? Ach, Mensch. Also ich habe meine und innen da. Dort genau. Ist der Mod drin. Dort ist der Mod drin. Richtig, ja. Ich habe sie jetzt oben zur anderen da. Wir haben drei Spitzhacken, eine Axt und eine Schaufel. Und das lange. Gut. Also da brauchen wir eigentlich nichts, sondern wir können eigentlich gerade looten. Wobei, ich will noch schnell mein Kleppband loswerden. Ich habe nämlich noch vier Flügel. Au! Wo tun wir das geschmiedete Eisen rein? Einfach, das ist das Richtige zu den Rohstoff. Das ist meistens Schmiede. Nein, ich habe jetzt... Also gut, weil du bist, Judy. Aber da hat es ja schon 200 drin. Gut, da hat es noch mehr drin. Haben wir noch irgendwo Pfeile rumliegen? Pfeile? Ja. Brauchst du Pfeile? Das nimmt mich gerade mal wunder, wie sieht es eigentlich bei mir und Pfeile mässig aus? 47, ich könnte auch noch ein paar brauchen. Aber... Also, Judy, erzähl mal deinen Plan. Ich lasse schnell ihm nur verwirrt zu, was er so heute erlebt hat, ob er heute auch Zombies geschlachtet hat, wie wir jetzt denn vorhaben. Oder haben wir nicht vor, Zombies zu schlachten? Ach, wieso soll ich dir einen Plan erzählen, wenn du nur verwirrt zulässt und nicht mir? Geil, das habe ich auch gedacht, aber... Ich habe gedacht, zwei Sachen gleichzeitig. Bist du eine Frau? Nein, aber ich bin ein Sozi. Das ist meines so. Nein, der Plan ist noch für die Basis, aber das machen wir in der Nacht. Was wir jetzt machen, ist looten, würde ich sagen. Ne? Ja, ich würde auch sagen, komm, wir gehen looten. Halt, ich brauche noch ein paar Pfeile. Oh nein, fuck, scheiße! Es hat Pfeile. Sehr gut. Und hey, lass ich jetzt schnell. Ich bin noch ganz, ganz kurz aufgekommen. Es ist 20.12 Uhr. 20. Moment schon. Ich müsste etwas essen. Ich habe ein paar Pfeile gemacht, ja, aber das ist alles, was wir haben, die 150. Also, nur verwirrt hat übrigens nicht nur Zombies erledigt, sondern auch ein paar Ghouls und ein paar Skelette. Sehr schön. Wo sind denn die Pfeile drinnen? Also, mein Lungenbrötchen muss noch ein bisschen warten. Ich bin da. Was machen wir? Du hast eine stylische Brille. Okay. Ich habe einfach noch eine andere. Die habe ich von dir bekommen, übrigens. Schau, die hier. Die finde ich auch cool. Nerdbrille. Aber die brauche ich nur zum... die Sonnenbrille brauche ich nur zum cool sein. Und die, die ich jetzt da habe, die brauche ich dann zum looten. Damit du etwas siehst. Genau. Aha, nein, das ist fürs Craften, hätte ich die sollen anlegen. Aha, sehr gut. Ah, schau, jetzt habe ich diese Spitzhacke vom Level 3. Sehr gut, sehr gut. Also, die Hauptsache vom heutigen Looten ist pinke Farbe. Pinke Farbe.
Ist okay. Pinke Farbe, ja. Warte schnell. Komm mal in die Gruppe. Was, bin ich noch nie in der Gruppe? Haben wir noch keine Party? Bin ich wieder mal ausgeschlossen? Die Frage ist schon, ja. Ich bin wieder mal ausgeschlossen, hä? Du machst nicht mit. Ja. Hey, ich werde immer ausgeschlossen von euch. Immer wieder muss ich von neu anfragen. Die anderen sind übrigens sehr leislig. Das ist, weil sie einfach leislig schwätzen. Ach was? Aua. Aua. Also, das macht er extra. Das macht er extra! Aha. Die anderen sind gar noch nicht eingeschaltet. Weißt du wieso? Der Discord ist ausgeschaltet. Jetzt sollte der laut sein. Hallo, 1, 2, 3, nur verwirrt, hörst du es? Einmal mit Profis. Einmal mit Profis, genau. Also, wohin geht's jetzt? Einfach, dass ich wieder dabei bin und weiss, um was es geht. Ah, so, ich bin wieder da. Test, nur verwirrt, nur verwirrt. Warum nur einmal? es ist ja schon Tag 4. Also, wir gehen looten. Wo gehen wir looten? Also, wir haben da hinten so ein Spital und du hast noch vorher etwas Geiles gefunden, oder, Juti? Ja, der Schwemmwoi. Ah, ja, genau. Wir kommen zuerst zwischen die Herren. Schwemmwoi ist am anderen Ende der Stadt, aber hat potenziell viel zu fressen. Also, Essen tut gut, weil wir wollen ja nicht Tiere sammeln. Achso, ich sollte vielleicht noch ein Essen mitnehmen, wenn wir es gerade zum Thema haben. Komm, ich will das machen. Aha, ich hätte eigentlich noch etwas wollen essen zuerst, weil meine Ausdauer und mein Lebensbalken ist wieder mal am Minimum. So, wo hat es etwas zu essen? Da hat es wieder mal nichts. Nichts und wieder nichts. In der Futterkiste hat es zu essen. Darum heisst es ja Futterkiste. Aber die sehe ich nicht. Futter, da, Futterkiste. Ja, ist gut, hast doch gesehen. Also, ein bisschen Dosenfleisch ist immer gut. Ein bisschen Schinken und Speck tut auch gut. Und wenn wir schon dabei sind, trinken wir noch ein bisschen roten Tee dazu. Das ist nämlich eh gut für meine, oder gegen meine Erkältung. Sehr schön. Also, sind ihr jetzt schon unterwegs? Bereit bist, du kannst sonst, wir gehen schnell den Dinger routen, dann kannst du im Spital auf uns warten. Nein, ich komme. Die müssen einfach sagen, wo der sind. Halt, die Türen zumachen. Sagen. Oh, den sollten wir auch noch her. Ja, da, wenn wir den noch dazwischen haben. Ja, ich glaube auch. Hä? Weil es so cool ist, weil es so schön ist. Die ganze Staffel hier nennen wir einmal mit Profis, weil ich einmal mit Profis unterwegs sein will. Und wir werden sicher einmal schaffen, während dieser ganzen Session alles perfekt zu machen. Ein perfektes Game, sozusagen. Das Was auch immer ein perfektes Game ist. Ja, perfektes Game ist nie sterben, zum Beispiel. Also, Game-Rocker, mach mal Tab. Tab. Und dann gehst du auf das Gruppenfenster. Oben ganz rechts. Oh cool, da hat es eine Futtermaschine. So, und jetzt schau mal die Devs an. Warte. Bei dir heisst es Spieler. Tode! Ja, genau, heisst es bei dir. Null! Ja, nicht du. Judy, was läuft? Komm, Judy, geh voraus. Du kannst auch auf die Tür aufmachen, gell? Mäh! Wir gehen da zu den Girls rein. Ist gut. Okay, hallo Girls. Da liegt eine Mine am Boden. Wo? Da. Du musst aber nichts sagen. Der Juti so stirbt. Der Juti nie. Aua. Hat das Knöchel rein? Wie kommen wir da rein? Der kann eh nicht... Von außen, das weißt du. Da hat es Leder. Ist ja... Nicht gesagt, dass der die Profis sein müssen. Vielleicht sind auch die Girls gemeint. Ah ja, das könnte natürlich auch sein. Vielleicht einmal mit Profis. Also jetzt sind wir gerade unterwegs zu den Profis. Oh, sehr schön. Da gibt es feine... Es hat wieder keinen Zorn. Oh, aber das ist schon so etwas... Verdammt! Oh, es hat die Zombie doch dort hinten. Wo? Oh, jetzt im Fall mehrere! Hallo! Wo sind ihr, Jungs? Habt ihr eigentlich etwas... Ich bin da im Käfig am Tanzen, der Pole-Dance. Du machst den Pole-Dance. Und ich tue rhythmisch begleiten, schloss Drum. So. Ist schon gut, ich habe alles im Griff, jetzt müsst ihr nicht mehr... Ah, verdammt, ist doch nicht im Griff. Du siehst, hast mich doch noch getroffen.
Laden brauchen wir noch, oder? Oh, geil, so toll. Ah, das war sicher wieder einer gewesen. Sicher wieder so ein Warnschuss gewesen, so. Von wegen. Ja, das ist einfach zum Zombies weg. Liebe Zombies, wir brauchen euch. Das ist im Fall etwas, was wir extrem festgestellt haben. Das letzte Mal, sobald wir auf einem Server gespielt haben, jetzt einfach viel, viel mehr Zombies gehabt. Echt mehr. Ja, das okay. Ist schon krass. Sie mit der genau gleichen Einstellung. Oh, schau da. Ach, komm noch mal eine. Darf ich jetzt noch schiessen? Ja, mach nur. Ich bin hier gerade am Leder sammeln. Ja. Jedem das seine. Oh. Ja. Du, vielleicht werden wir es ja auch einmal schaffen, auf einem Server zu spielen, aber momentan sehe ich es gerade nicht ein, dass wir auf einem Server spielen sollten, solange es gut und flüssig läuft. Ja, das macht echt keinen Spaß. Und, sind ihr da schon rein? Ah, da ist tatsächlich schon jemand drin. Ich weiß nicht, ich bin Koch. Dann gehe ich mal da rein. Nichts essen. Ah, da. Ah, wow, jetzt bin ich an der geklopft, ey. Geht's eigentlich noch? Also da kommt jetzt jemand, ja. Ach, wow. Ich habe das gesagt. Wo? Da oben. Sie sind oben. Ja, das ist ja gut. Also. Ich nicht. Wer getraut sich als erstes raufzugehen? Ja, ich schon, aber kommt der Juti so. Ich muss sagen, es ist schon. Wieso? Juti, komm schon mal. Nein, ich bin doch beschäftigt. Ich habe gerade einen Nachthänzer. Feigling. So machen wir das. Nicht so eine blöde Bahn. Da oben wird nichts sein, oder? Hallo? Aua. Wie bist du da raufgekommen? Jump and Run. Das funktioniert bei mir wieder nicht. Ich muss. So einen haben. Ah, ich habe im Fall übrigens. Oh, ein Vogel! Nee. Ein Vogel! Oh, da kommt mir gerade ein Lied sehen. Nein, ist ein Vogel. Cool, die Knöchel. Ja, schon, aber der Zombie jetzt auch noch. Ja, warte, ich komme. Ich komme wieder viel zu spät, hä? Oh, verdammt, ich habe gar nicht Wellen mit dir. Ich habe hier so Wellen. Hau ab! Blöde, sieh! Eieiei. Immer werde ich wieder getroffen, du. So, hast du die Vögel fertig gemacht? Nein, ich bin dran. Aha. Oh, das. Hörst du mich noch Sinn, wie... Nein. Ja, ist okay. Machst du gut. Das ist steil. Ich sag das dann wieder. Da oben hast du aber sonst nichts. Nichts und wieder nichts. Da geht es ins Loch. Also, Vögel ist schon extrem gut gewesen. Dann ist auch nicht Tag da. Trash. Mit. Aber nein. Kürzenhalter, dann... Also ich wäre dafür, dass wir hier runtergehen. Ja, das klingt solid. Die Frage ist, tut mir das da weh? Kannst du mal schauen? Ja. Oh. Gott. Aber, da hat es nichts. Vor allem jetzt müssen wir uns noch die... Ah, oh, da haben wir ihn. Oh, kommen wir denn da wieder raus? Ja, da ist eine Tür. Hast du das da gelootet? Ja? Sind wir da schon drin gewesen?